kennst du schon deinen neuen besten Freund, den Char-Gar Bleiklaue? Nein? Dann bleib jetzt dran, denn den kannst du an 4 verschiedenen Orten finden und der verkauft dir wirklich sehr coole Sachen für verschiedene Kartenwährungen. Unseren neuen besten Freund, den gibt es noch gar nicht so lange im Spiel. Der ist Sommer, Herbst 2024 erst hineingepatcht worden und ich bin sehr, sehr froh darüber. Der ist wirklich Gold wert. Die 4 Orte sind Widerstand des Drachens, Auge des Nordens, Aborstein und zu guter Letzt Turm des Zauberers. Den ersten Ort findest du im Widerstand des Drachens, eine Karte, die mit der Erweiterung Heart of Thorns rausgekommen ist. Und über die Wegmarke Basislager des Pakts findest du den, indem du von der Wegmarke, die jetzt hier zu meiner Rechten ist, einfach hinter diesen Baum läufst. Er ist ein bisschen versteckt. Auf jeden Fall hat der sehr coole Sachen, gerade Sachen, wenn du Luftschiffteile brauchst, Aurelium oder Leylin-Kristalle oder, was ich am wichtigsten finde, die Kristallinerz. Denn gerade Kristallinerz wird in Barren verwandelt, wenn du zum Beispiel legendäre Waffen aus Generation 2 benötigst. Aber auch Leylin-Kristalle, Aurelium und Luftschiffteile brauchst du für die Raid-Rüstung. Und hier kannst du dir zum Beispiel durch verschiedene Mats dementsprechend mit Karma die Sachen tauschen. Ich tausche mir aktuell meine Haufen güldenen Staubs in Kristallinerz, denn ich bin dabei, Generation 2 Waffen mir herzustellen und da braucht man Kristallinerz en masse. Das kriegst du normalerweise nur, wenn du Widerstand des Drachen mitmachst. Und die Pflanzen, ich werde dir ein Bild einblenden, ich weiß leider nicht den Namen, mit der Machete zerschlägst am Ende. Jede Wegmarke sind 6 Stück, kannst du hingehen. Die Ausernten kriegst zwischen 3 und ich glaube 5 Stück Kristallinerz. So kannst du wirklich dich voll auf das Event konzentrieren, kannst das machen, wann du Zeit dazu hast, wann du Lust hast, einfach Lust drauf hast. Du musst nicht im Hinterkopf haben, mehrmals die Woche dieses Event zu machen, weil du vielleicht güldenen Staub en masse auf deiner Bank liegen hast oder auf einem Lagerchar. So kannst du ganz einfach an dein Kristallinerz kommen. Auge des Nordens ist mit der Erweiterung die Eisbootsaga rausgekommen und befindet sich in den fernen Zittergipfeln ziemlich weit oben über dem Bitterfrostgrenzland und über Feuerherzhügel. Du kommst entweder über die Story dorthin oder wenn du soweit gespielt hast, hast du einen Folianten und kommst dann automatisch in die Halle der Monumente. Portalfoliant Eisbootsaga einmal, da hast du die Krummatal, Biora-Sümpfe, Augen des Nordens und den Nieselwaldküste. Du richtest dich eigentlich nur Richtung Angriffsmissionsfenster Drachensturm aus. Das ist hier dieser Helikopter. Und ganz versteckt da hinten steht da auch schon unser guter neuer Freund und verkauft uns verschiedene Sachen. Der erste Beutel ist mit Handelsverträgen. Ich habe jetzt gerade schon meine Sachen gekauft. Du kannst Beutel mit Dragoniterz, Beutel mit Meisterwerkausrüstung, Runenbeutel, 10 tyrianische Verteidigungssiegel, 2 Kriegsvorräte dir holen für 25 Handelsverträge. Ich kaufe mir darüber die tyrianischen Verteidigungssiegel, denn ich werde dir gleich nochmal einen Händler zeigen, den ich dir auch in meinem legendären Video gemacht habe, wo wir das Schild zusammen hergestellt haben. Da kannst du nämlich super coole Druhen dir holen und Mats rausbeziehen. Das ist sehr, sehr cool. Deshalb tausche ich hier immer meine 25 Handelsverträge gegen 10 tyrianische Verteidigungssiegel. Macht für mich am meisten Sinn. Der zweite Beutel hat dann die Währung tyrianische Verteidigungssiegel und du kannst hier natürlich auch verschiedene Sachen tauschen. Aktuell nie umtauschen, da ich die brauche, aber du könntest hier zum Beispiel eine große karmische Handwerkstasche kaufen. Im dritten Beutel hast du dann weitere Währungen, Handelsverträge, geschlüpfte Chilichoten, ewige Eisscherben, tyrianische Verteidigungssiegel und diverse einzelne Gegenstände, die du gegen Endtruhen tauschen kannst von Events. Ob das so Sinn macht, weiß ich nicht. Da würde ich, glaube ich, lieber die Truhe öffnen und dementsprechend was auswählen, weil ich denke nicht, dass es ein guter Tausch wäre. Was aber ein guter Tausch ist, ist zum Beispiel, wenn du deine geschlüpften Chilichoten, die du über Angriffsmissionen oder auch über deine Heimatinstanz, wenn du den Ernteknoten hast, zum Beispiel tauschen kannst für tyrianische Verteidigungssiegel mit Karma. Du kannst auch deine ewigen Eisscherben tauschen, die du über die verschiedenen Truhen, die ich dir schon mal gezeigt habe im Video, das verlinke ich dir oben im i, die kannst du tauschen. Du kannst aber auch die Etrischbarren tauschen, die du auch durch die Angriffsmissionen en masse bekommst, als auch
den Prismatizid-Kristall. Den kannst du auch tauschen für Tyrianische Verteidigungssiegel. Das finde ich mega cool, dass dieser Händler reingekommen ist. Was du natürlich auch machen kannst, du kannst die diversen Währungen für ewige Eisscherben tauschen. Denn hier an der Stelle, ewige Eisscherben kannst du auch sammeln, wie ich dir schon mal gezeigt habe. Und sie dann eintauschen in die Währung von Lebendigwelt Staffel 3 und 4, wo du dir den Schmuck mitmachen kannst. Das zeige ich dir dann auch nochmal gleich. Und so hast du halt wirklich die Möglichkeit, die individuellen Mats gegen die bestimmte Währung zu tauschen. Und ich finde das wirklich super, super cool. Und bin regelmäßig dabei, hier meine Tyrianischen Verteidigungssiegel mit aufzufüllen, indem ich hier meine Etritbaren und meine Prismatizidkristalle tausche. Und auch mal meine Chilichoten. Die ersten beiden Händler für Tyrianische Verteidigungssiegel, die ich meinte, sind einmal hier Tyrin Eisenschlund und Taktiker Erlandsson. Er hat verschiedene Beutel, Kodan, Skrit, Olmakan, Tengu, Erhabenen, Deltrimor. Da gibt es verschiedene Beutel, verschiedene Truhen, auch mit Waffen bei. Ich werde dir eine Seite verlinken, wo du alles nochmal genau sehen kannst, wo sie auch aufgelistet haben, was am lukrativsten ist, wo du mit am meisten mit Gold machst. Und bei der Char-Dame kannst du eine Box für einen vergünstigten Preis bekommen, kannst dir aber hier auch die Vulkan-Sturmrufer-Waffenkiste rausholen. Das ist sehr cool. Diese ganzen Händler kriegst du über die Fürstin Camilla, die Dienstleistungen anbietet. Du siehst, ich könnte den Bankmann Frau noch freischalten oder die Lederstation. Hier kannst du alle möglichen Händler freischalten. Und wo du deine ewigen Eisscherben tauschst, das zeige ich dir jetzt auch nochmal ganz schnell. Du hast hier hinten einen Chili-Kaufmann und einen Karma-Kaufmann. Wenn du diesen antippst, siehst du hier oben schon ewige Eisscherben, könntest du dir für Karma auch dazu kaufen. Und wenn du den zweitletzten Beutel nimmst, siehst du hier, du hast Kalkatiterz, die Fluoridkristalle, gravierte Scherben, Nebelloriumbrocken, gebrandmarkte Masse, Nebel, geborene Stäubchen. Da kannst du mit Karma und deinen ewigen Eisscherben, die du täglich sammeln kannst, solltest vielleicht dementsprechend sammeln. Das Wertvollste, was aktuell zu holen wäre, sind die gravierten Scherben, weil du Waffen daraus herstellen kannst. Ich tausche meine gegen gebrandmarkte Masse oder Nebelstäubchen, um die flüchtige Magie rauszubeziehen. Denn wie du hier schon sehen kannst, beim Doppelklick kannst du dir dann die flüchtige Magie rausbeziehen. Aberstein erreichst du durch die Erweiterung End of Dragons, in der du die Geschichte spielst oder du die Karte freigeschaltet hast schon. Oder wenn du den Portalfoliant hast, hier Schriftrolle Aberstein, findest du direkt neben dem Schwarzlöwenhändler, zack, den neuen besten Freund, dass sich die Augen gerade so ein bisschen zuhält. Der hat diesmal mehr Beutel und wie du hier siehst, hat er wieder verschiedene Währungen, wo du Sachen tauschen kannst. Du hast hier kaiserliche Gunst. Ich tausche meine die kaiserliche Gunst nicht ein, da ich weiterhin legendäre Waffen aus Generation 3 herstelle. Und du kriegst die kaiserliche Gunst nur, wenn du Events mitmachst oder die Erlasse öffnest von den verschiedenen Karten. Deshalb, wenn du en masse welche hast, zum Beispiel weil du viel WVW spielst, kannst du dir die natürlich auch mittauschen. Du hast hier zum Beispiel jetzt einen leichten karmischen Handwerkstasche oder du hast einen Trophäenbeutel. Im zweiten Bereich hast du dann hier die Erlasse Provinz Saitung. Könntest du dir zum Beispiel einen Sigillenbeutel holen, Beutel mit Meisterwerk, Ausrüstung. Tausche ich jetzt nicht ein, weil ich weiß nicht, ob das so ein Plus-Austausch wäre. Im dritten Bereich hast du dann Schrift über die Stadt Neu-Kanyeng und könntest dir einen Obsidianbeutel holen, Trophäenbeutel. Da ich aktuell keine habe, kann ich nichts tauschen. Ich würde aber auch aktuell nichts aus diesem Beutel tauschen. Und im Viertelbeutel hast du Erlasse der Echowaldwildnis. Da könntest du dir zum Beispiel eine leichte karmische Handwerkstasche holen, einen Beutel mit Meisterwerkausrüstung oder WVW-Vorräte. Im letzten Beutel kannst du für Schrift über Drachenende einen Runenbeutel tauschen, Beutel mit Schrott oder einen Sigillenbeutel. Mein Freund, der tauscht immer die Runenbeutel ein. Ich bin leider ein Charakter, der kein Glück hat mit den Runenbeuteln, denn ich kriege immer nur die Runen, die kaum was wert sind, die höchstens vielleicht so 5 Silber wert sind. Ich beschwere mich nicht, das ist auch schon sehr viel. Aber er hat immer das Glück, dass er ja, Runen kriegt, die 2 oder bis 5 Gold wert sind. Und
Ich komme halt immer nur mit dem niedrigeren raus. Aber ich beschwere mich nicht, du könntest es auf jeden Fall versuchen. Das wäre zum Beispiel was, was ich machen würde, wenn ich weiß, ich hätte Glück. Ich wähle Im Holz. letzten Beutel hast du dann wieder die jeweiligen End-Meta-Event-Truhen, wo du tauschen kannst. Auch hier sei dahingestellt, ob das so sinnvoll ist, weil gerade aus bestimmten Truhen kannst du dir 10 Erlässe rausholen. Du kannst dir Edelsteine rausholen, verschmolzene Edelsteine rausholen. Du kannst dir aber auch ein Stück antikem Ampra rausholen. Und Jade-Runesteine kannst du, wenn du die jeweiligen Charaktere an den jeweiligen Spots abstellst, auch relativ schnell zusammenfarmen. Das ist so eine Sache, wo ich unsicher bin, ob das wirklich so eine gute Idee wäre. Genau. Eine kleine Sache, die ich euch jetzt noch sagen möchte, ist, ihr solltet, Töne wenn ihr klingen. Charaktere habt, mit denen ihr regelmäßig spielt, Nutzt die an den keinem Raum. Ort stehen, wo sie Loot öffnen, Daily Login-Routinen in dem Sinne dann machen, solltet ihr sie entweder in Aberstein abstellen, im Turm des Zauberers, oder in der neuen Heimstätte. Denn ihr Ich sehe bekommt euer einen Gesicht aus neuen dem Buff, der bis Raum. zu 4 Stunden hält. In Aberstein und im Turm des Zauberers, das müssten dieselben sein, bekommt ihr den unglaublich gut ausgeruhten Buff. Und zwar die in der offenen Welt erworbene Erfahrung ist vorübergehend um 25% höher. Das ist sehr viel, gerade wenn Ich man stehe zu eurem noch am Dienst. Leveln ist oder wie ich fertig ist mit den 600, kriegt man relativ schnell mehr Geisterscherben, denn Geisterscherben braucht man auch für die legendären Waffen. Und das ist so ein Ding, was bei mir immer der Knackpunkt ist. Bei mir scheitert es immer an den Geisterscherben, weil ich davon leider nicht so viele habe und die halt relativ schnell immer aufgebraucht sind. Aufgebraucht sind, weil man die für die Blutsteinscherbe braucht. Da braucht man ca. 200, meine ich. Auf jeden Schön, Fall euch zu solltet sehen. ihr Charaktere abstellen, um euch diesen Boni zu holen. Und das Coole ist, was ich euch auch noch sagen kann, wenn ihr draußen unterwegs seid, habt ein Meta-Event gemacht, müsst vielleicht ein bisschen Zeit warten. Manchmal, zum Beispiel beim Chuck-Puttern, muss man 10 Minuten warten, bei Taria muss man zwischendurch ein bisschen warten. Setzt euch auf eure Stühle. Kann ich euch nur empfehlen. Ich weiß, dass der Katzenstuhl den Buff verlängert. Und ich weiß auch, dass durch den Extra Life, der aktuell aktiv ist, Schutzengelpodest, der euch auch den verlängert. Ich meine aber, die anderen Stühle verlängern euch den Buff auch. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Je nachdem, wie lange ihr auf eurem Stuhl sitzt, umso mehr kriegt ihr den Buff wieder gutgeschrieben, sage ich jetzt mal dazu. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Haben wir auch erst vor kurzem rausbekommen und wirklich lohnenswert. Der letzte Ort ist der Turm des Zaubers. Das ist das Kartengebiet, was mit Secret of the Obscure rausgekommen ist. Wenn ihr auf die Karte kommt, entweder über die Wegmarke Turm Innenhof oder über die Portalschriftrolle zum Turm des Zauberers, lauft ihr einfach von der Wegmarke aus nach rechts an den ganzen Juwelierstationen, Lederstationen vorbei. Haltet euch immer am Kranz, sage ich jetzt mal, entlang. Und dann seht ihr schon, bei der Dornensprossenblüte seht ihr unseren neuen besten Freund stehen, der super viele Beutel hat und euch für verschiedenste Währungen gibt und ihr das eintauschen könnt. Aber bitte fragt mich jetzt nicht, was genau man für die legendäre Rüstung für die neue benötigt. Die mache ich nicht. Ich kann euch da keinerlei Infos zu geben, da ich die über den Raid bezogen habe. Da müsstet ihr euch vorher informieren, welche Währung ihr benutzt, bevor ihr hier den Händler erkundet und aufsucht. Wie gesagt, der hat verschiedene Beutel, wo ihr verschiedene Währungen habt. Hier zum Beispiel diese verkalkte Keuschen. Könnt ihr euch Währungen tauschen? Was ich eigentlich am interessantesten finde, sind. Da könnt ihr nämlich für die Edelrissessenzen, die roten, die grünen und die gelben, verschiedene Sachen eintauschen. Heißt, wenn ihr viel Konvergenz macht, ich meine, man bekommt die auch durch Events, könnt ihr euch hier statische Ladungen tauschen, Prise Sternenstaubs, die verkalkten Keuschen. Aber ihr könnt euch auch die Erlasse eintauschen. Das finde ich sehr, sehr cool. Auch Tyrianische Verteidigungssiegel. Aber man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, okay, wie viel braucht man für die legendäre Rüstung? Ich habe zum Beispiel letztens meine Erlasse damit aufgefüllt, auch meine Tyrianischen Verteidigungssiegel und das auch mit den grünen. Die gelben weiß ich nicht, würde ich glaube ich aktuell nicht eintauschen, weil von denen bekommt man nicht so viel direkt. Was ich euch sagen möchte, der gute Char-Freund Gar, soweit ich das jetzt verstanden habe, kommt der erst hier in diesem Kartengebiet, wenn ihr die Beherrschung von Secret of the Obscure Astralwache komplett fertig habt. Wegfinder Beherrschung. Hier steht,
Gar Bleiklaue kann Währungen, Material und noch mehr umtauschen. Er befindet sich westlich vom Lichthimmelplatz neben einer blühenden Dornensprosse. Ich kann euch allerdings jetzt nicht genau sagen, ob das auch für die anderen Kartenwährungen bestimmt ist. Ich vermute mal eher nein. Wenn ja, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, weil ich habe halt alles ausgelevelt. Da kann ich jetzt keinerlei Vergleiche leider ziehen. Aber ich finde es trotzdem super, super cool. Gerade das Leveln sollte man ja eh umsetzen, um die ganzen Vorteile der Beherrschungen zu bekommen. Aber nur, dass ihr das schon mal wisst. Hier im Turm des Zauberers kriegt ihr euren neuen besten Freund erst, wenn ihr die Wegfinderbeherrschung komplett durchgelevelt habt. Dann sind wir auch schon am Ende des Videos. Eine kurze Frage: Wusstet ihr von dem neuen besten Freund? Wenn ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wenn nein, wisst ihr es jetzt auf jeden Fall. Ich finde es super cool, dass der mit reingepatcht wurde, dass wir jetzt regelmäßig Sachen tauschen können. Die obersten Beutel, bei allen anderen könnt ihr immer einmal pro Tag vorbeischauen, Sachen tauschen und dementsprechend Währungen gegen andere Sachen tauschen. Diese Beutel hier zum Beispiel, wo ihr mehrere Sachen bekommt, wo ihr zum Beispiel auch wie bei im Auge des Nordens die Tyrianischen Verteidigungssiegel tauschen könnt, könnt ihr rein theoretisch so oft machen, wie ihr wollt. Und das Schöne ist, die ersten Beutel, wo ihr einmal pro Tag was machen könnt, wechseln täglich. Heißt, ihr habt nicht jeden Tag dasselbe, sondern das wechselt sich ab. Genau, von mir wäre es das jetzt. Ich hoffe, ihr fandet das Video sehr informativ. Ihr werdet jetzt auch täglich euren neuen Char-Freund besuchen, unseren Gar Bleiklaue. Ich besuche ihn jetzt fast jeden Tag, kaufe nicht immer was, aber immer öfters und bin sehr, sehr froh darum, denn so haben wir wirklich eine Möglichkeit, schnellstmöglich viele Sachen zu tauschen, gerade von Sachen wie den Staub, den man en masse hat, kann man damit gut tauschen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar von dir freuen und würde mich natürlich auch sehr freuen, dich willkommen heißen zu dürfen bei meinen Guild Wars Let's Plays und würde sagen, hab noch ganz viel Spielspaß, erkunde den neuen Freund, schau mal vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns. Hab noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.